Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4, dem einzig wahren Europa Universalis 4, dem, ich glaube, totalen Bullshit. Ja, wir spielen mal wieder etwas mehr oder weniger Interessanteres. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist an der Zeit, Brandenburg Great Again zu machen. Und wie kann man Brandenburg Great Again machen? Genau, man macht aus Brandenburg Preußen, macht Preußen zur Weltmacht. Und damit meine ich nicht etwa irgendeine Weltmacht, nein, wir werden die Weltmacht Nummer 1. Das ist zumindest das Ziel auf dem Papier. Ob das dann auch in der Praxis so ausschaut oder klappt, I don't know. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht schaffen wir unter das Video sogar, vielleicht schaffen wir 10 Likes. Würde mich sehr freuen, wenn wir 10 Likes schaffen. Wir spielen natürlich komplett ohne Mods. Wir spielen im Ironman-Modus für Achievements. Man weiß ja nie, was es so für Achievements gibt. Ich habe eigentlich auch alles an DLCs installiert, was es so gibt. Und bevor jetzt der ein oder andere von euch sagt, klar, YouTuber hat natürlich immer alle DLCs. Logischerweise habe ich mir die alle aber trotzdem selber gekauft. Also alle diese DLCs habe ich mir selber gekauft, von meinem eigenen Geld, alle diese hier, um einfach Paradox zu unterstützen, weil ich persönlich finde, Europa Universalis 4 ist ein hervorragendes Spiel. Wir haben ein bisschen Story, wir haben ein bisschen Religion, Regierung. Wir schauen uns mal unsere Landesgeschichte an. Der eine oder andere hat gesehen, beim Speichern des Safe Games, ich habe ja schon mal ein Safe Game gehabt mit Brandenburg, aber ich sage mal so, das lief jetzt nicht unbedingt so ideal, wie es hätte laufen können. Die Vergangenheit der Mark Brandenburg war ein trauriger Zustand. Mit unfruchtbaren Böden, Sümpfen und der wilden Natur ist Brandenburg nicht das reichste Land des Heiligen Römischen Reichs und wurde unter der Herrschaft der Wittelsbacher und Luxemburger als Quelle schnellen Einkommens benutzt. Mit dem Aufstieg der Hohenzollern-Dynastie änderten sich die Dinge langsam. Friedrich I. verbrachte seine ganze Herrschaft mit den Einfluss brandenburgischer Stände zu verringern, kämpfte gegen die herrschende Gesetzlosigkeit und schickte seine Armeen gegen die vielen Burgen der Raubritter, die lange Zeit Freiherrschaft über die Region hatten. Friedrich II., der Eiserne, kam ganz nach seinem Vater und nahm seine Politik an. Und die war dazu bestimmt, die Macht lokaler Machthaber und gieriger Bürger zu zerschlagen. Er hat außerdem seine Fühler Richtung Deutscher Orden ausgestreckt, mit dem Ziel Neumark, einen ursprünglichen Teil Brandenburgs, der von seinen Vorgängern verpfändet wurde, wiederzuerlangen. Die Schwierigkeit, die Staatsgewalt auszuüben, wurde kürzlich in der Kalmarer Union der Königreiche Dänemark, Schweden und Norwegen gesehen, wo der König versucht hat, ähnliche Ziele zu erreichen und schließlich von einem bayerischen König der Wittelsbacher Dynastie ersetzt. Wenn Brandenburg zu einem langlebigen Staat gemacht werden soll, muss es vereint bleiben und solch ein Gezanke, wie es die gewählten Wettin aus Sachsen im Süden haben, verhindern. Die nahen Königreiche Polen und Böhmen sind in 1444 einerseits als Folge des gescheiterten Kreuzzuges von Varna gegen das Osmanische Reich und andererseits aus Ablehnung des habsburgischen Thronfolgers Ladislaus Postumus durch den böhmischen Adel beide ohne Herrscher. Auch wenn sich beide böhmische Ländereien noch nicht von den Hussitenkriegen der letzten Jahrzehnte erholt haben, bleiben die ketzerischen Hussiten weiterhin ein starker Faktor der böhmischen Politik und machen das Königreich für all seine Nachbarn, darunter auch Brandenburg, besorgniserregend. Dankeschön für diesen netten Hinweis. Wir haben eben das Problem hier mit dem Kronland, das ist okay. Wir haben auf alle Fälle ein bisschen Geld und ja, ich habe schon einmal eine Folge aufgenommen, sogar zwei, um ehrlich zu sein. Kann man so einen schlechten General bekommen. Ich sag mal so, es lief sehr, sehr schlecht. Hatte wirklich nur Pech mit allem. Aber ich war ganz früh, es war die zweite Folge, Mitte zweiter Folge ist dann alles schief gegangen und da habe ich mich einfach dazu entschieden, das jetzt nochmal neu zu beginnen. Wir machen es genauso wie vorher. Wir hoffen, dass wir Neumark und Dramburg käuflich erwerben können. Diese Möglichkeit gibt es, das ist ein Event, das kann triggern in den ersten 20 Jahren, glaube ich. Bis 1464, glaube ich, kann es triggern. Gibt man 100 Gold, bekommt die Gebiete. Man muss nur hoffen, dass der Deutsche Orden da noch existiert. Passiert meistens in den ersten ein, zwei Jahren, habe ich jetzt bis jetzt festgestellt. Ansonsten müssen wir jetzt quasi einfach mal gucken, denn ich würde gerne. Wir werden jetzt erstmal Land beschlagnahmen, oder? Wollen wir erstmal versammeln? Machen wir erstmal eine Versammlung, bekommen die alle Loyalität. Kirchenstaat-Meinung ist gut, das kriegen wir hin. Jetzt tun wir direkt Land beschlagnahmen, das ist nämlich kein Problem. So, tun wir mit euch noch die Beziehung verbessern, nebenbei kurz. Dann haben wir das auch gleich fertig. So, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Gut, dann tun wir nebenbei in Stettin schon mal Ansprüche fingieren. Setzen uns Stettin auch gleich als Rivalen. Das gibt uns dann nämlich Machtprojektion. Setzen uns Mecklenburg als Rivalen und setzen uns Braunschweig als Rivalen. Das ist schön. Wir brauchen einen Verbündeten. Dann nehme ich direkt einmal. Letztens habe ich Wolgast genommen. Also wäre natürlich nice, wenn man direkt die Küste hätte. Deswegen weiß ich nicht, ob Wolgast so eine kluge Wahl ist. Auf alle Fälle Österreich war ganz cool. Weil wir jetzt aktuell keine Diplomaten frei haben, das ist jetzt das andere Problem.
Wir werden auch erstmal keinen Berater direkt holen. Lieber erstmal neue Truppen mit dazu rekrutieren. Herrschaft der Hohenzollern in Brandenburg. Als die Hohenzollern 1411 die Mark Brandenburg erwarben, blickte der Staat auf eine lange Geschichte der äußerst lockeren Herrschaft unter Wittelsbachern und Lehnsherren aus Luxemburg. Der ansässige Adel und Klerus sowie die Stadträte hatten sich daran gewöhnt, sich selbst überlassen zu sein. Raubritter und Gesetzlosigkeit sind in weiten Teilen des Reiches verbreitet. Unsere Dynastie hatte einigen Erfolg darin, die Macht des Adels und der Bürger einzudämmen, wobei oft ihre Festungen in Trümmern gelegt wurden. Wir sind jedoch weiterhin alles andere als unbestrittene Herren dieses Landes. Seit einiger Zeit scheint selbst der Klerus, der in allen Teilen unserer Verwaltung vertreten ist, gegen uns zu arbeiten. Wenn wir vermeiden wollen, lediglich eine weitere vorübergehende Dynastie in dieser Region zu werden, müssen wir unsere Autorität mit harter Hand durchsetzen und einen Regierungsapparat aufbauen, dem wir vertrauen können. Okay. Natürlich. Familienbande. In den letzten Tagen hatte ein hatten wir einen unterhaltsamen Gast vom königlichen Hofe in Sachsen, der Heimat des Kurfürsten. Nach einer ganzen Woche der Jagd, des Schmauses und der Tratsches mit der Familie ist Catherines Cousine schließlich bereit, nach Dresden zurückzukehren. Sie versicherte uns, dass sie eine wunderbare Zeit hatte und mit einer tiefen und dankbaren Verbeugung sagte sie, dass sie sicherstellen wird, jeden zu Hause zu informieren, wie freundlich das große Kurfürstentum von Brandenburg zu ihr gewesen ist und dass sie auch weiterhin ihre geliebte Cousine bleiben wird. Das ist aber auch ganz nett von euch. Wollte schon mal sagen, ist ja ganz nett, wirklich. Das ist schon... England und Frankreich möchten Söldner anheuern, aber ich habe kein Interesse daran, dass ich euch Söldner gebe. Ich mag euch nicht. Ja, generell, was ist das Ziel? Das Ziel ist, auf Platz 1 der Liste zu landen. Also wirklich nicht Platz 2 oder 3 hier. Na, hier Platz 1. Das ist das Ziel. Aktuell weit von entfernt. Ich werde dafür auch, sofern das hinhaut, die aktuelle Dev-Meta nutzen. Das heißt, wir werden die Grundsteuer nicht erhöhen. Wir lassen die Grundsteuer auf 1. Wir werden es quasi später dann irgendwann alles auf 1 runterballern. Machen hier alles Produktion auf 9 und dann Militär auf 11. Möglichst viele Truppen haben. Produktion auch aktuell scheinbar deutlich effizienter mit Handel und so als die Besteuerung. Besteuerung passt eh. Das ist unser Haupthandelshafen. Das sammeln wir aktuell 0,92. Der Handel wird umgelenkt. Können wir eigentlich so lassen, wie es ist. Ansonsten ist jetzt halt nur wichtig, dass wir ein bisschen Glück haben mit Stettin. Die sind verbündet mit Mecklenburg. Das Ding ist, an sich kein Problem. An sich. Unterhalt Armee, Disziplin plus 5% plus 1 können wir uns ganz knapp leisten. Wichtig ist halt ein schneller. Wir müssen jetzt halt. Die dürfen nicht zu lange warten. Wenn die jetzt weitere Bündnisse sich holen, wäre es ein Problem. Die sind nicht Vasallen, ne? Und wir können. Die haben nicht keine Verbündeten. Sind die nicht wirklich gegangen, oder? Ey, seid so geier. Jetzt haben die auch Rebellen. Was haben sie denn alle mit den Rebellen jetzt? Das ist scheiße halt. Das ist halt scheiße. Vor allem, dass die jetzt auch Rebellen haben hier oben, ist halt auch blöd. Wir werden auch direkt anfangen. Jetzt steht hier und werden Mecklenburg als Kriegsdings mit reinrufen. Ah, okay. Aktuell werde ich gar keinen rufen, sehe ich gerade. Okay, wisst ihr was? Dann gehen wir zuerst zu Mecklenburg. Machen wir zuerst die Mecklenburger Armee kaputt, wenn es geht. Wir rufen die mit als Ding, weil die haben eh keine Verbündeten und dann können wir nämlich von denen auch Gebiete übernehmen, rein theoretisch. Sehr gut, Ding haben wir gewonnen. Jetzt kommen nicht wirklich die Rebellen zu mir gelaufen, das gibt es nicht. Jetzt greifen mich die Rebellen an. Womit habe ich das eigentlich schon wieder verdient? Dass mich Rebellen angreifen eigentlich. Ne, jetzt mal wirklich ernsthaft die Frage, warum greifen mich jetzt die Rebellen an? Leute. So, die sammeln sich jetzt hier natürlich, das ist halt, naja, nicht ganz so toll. Wir regenerieren jetzt nochmal kurz. Oh, mein Thronfolger ist gestorben. Oh, geil. Johann Georg ist eine Bombe als Thronfolger. Boah, ich hoffe, der stirbt möglichst schnell. Darf man das sagen? Okay. Warte mal. Geht mal gleich dorthin. Ah, die ziehen sich zurück. Ihr seid so feige Hunde. Ne? Das sind so Ratten, Alter, ne?
Ja, die Belagerung wird länger dauern von Stettin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die da nichts. Dann gehen wir nochmal nach Rostock. Gucken wir uns erstmal Rostock. Mal gucken, ob die sich nochmal aus ihrer Höhle trauen. Wenn wirklich alle Stricke reißen, werden wir einfach Söldner anheuern. Aber es sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Ja, ihr könnt eure Kriege gerne führen. Ihr bekommt auch alle Militärzugang. Ich möchte mit allen gut halten. Schauen wir mal, was zuerst fällt. Rostock oder Berlin. Wir sind zumindest schon mal ein bisschen hier drauf und dran. 7 zu 57, ja, wie ich mein Glück kenne. Ha, plus 7 zu minus 49. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? LMAO. Noch nie gehabt. Okay, das war jetzt ein bisschen lucky. So. Direkt zum Vasallen machen. Das hat früher auch schon mal besser funktioniert. Sehr gut. Damit sind die schon mal unser Vasall. Und das bedeutet für Stettin, dass sie jetzt ein Problem haben. Ja, ich wäre aber auch ein Problem. Die sind nicht relativ angepisst. Okay, okay. Ja, ja, ist ja gut. So, wir sind hier schon fertig. Beziehung verbessern mit den Kollegen. Auf alle Fälle. Okay, ihr könnt ja gerne noch mal ein bisschen belagern. Wobei, ihr könnt ja auch mal hier kurz die Provinz zurückerobern. Ganz nebenbei. 50%. Das wird gleich sinken. Alles cool. Das sinkt gleich. Vor allem können wir die langfristig annektieren. Wir wollten hier noch belagern eigentlich. So, Interesse haben wir mal nachgefragt. Autonomie monatlich plus Dings. Also ekelhaft. Ist ja auch ekelhaft. Das ist ja alles ekelhaft. Ist ja egal, was du machst hier. Bäh. Wäre halt traurig, wenn wir die Schlacht verlieren würden, ne? Wir Rekrutenreserve hatten hier. 6.000, wir haben 8.000. Wir haben halt einen schlechten General. Man, das Ding ist, Brandenburg ist scheiße schlecht. Das muss man einfach sagen. Brandenburg ist scheiße. Preußen später ist saugeil, militärisch. Armeetechnisch ist Premium. Aber Brandenburg ist einfach der letzte Rotz. Nicht falsch verstehen, jetzt hier im Spiel vergleichsweise. Relativ schwach. Wir schauen mal. Wir nehmen in dem Fall mal die Offensive in Kauf. Schauen wir mal. Gut, Disziplin ist unsere besser. Die haben Überquerungsmalus. Wir haben ein bisschen niedrigere Moral, aber ich denke, wir sollten es eigentlich gewinnen hier. Ja, doch mit ein deutliches. Wir haben die gewiped. Okay, wir haben die einfach ausgelöscht. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Gut, dann können wir dich wieder rausschmeißen. Weil Gründe, Geld sparen und so. Das Ding können wir jetzt nebenbei belagern, was wir auch machen können, mal ganz kurz. Ne, scheiße, ich komme da nicht hin. Mist. So, die sind auf alle Fälle loyal. Da müssen wir eh gucken, dass wir hier die auf 200 Beziehungen bekommen, dass wir die dann annektieren können. Das ist eben das Allerwichtigste. Ich hatte eine Waffenruhe mit Ungarn? Ich mach Sachen, ne. Mal wieder Plus. Ah, es ist nur das Problem. Also, ja, was heißt Problem? Die können... Die kommen eh nicht durch. Also, die können gar nicht so viele Truppen rekrutieren, wie sie bräuchten. Wo haben die schon wieder die ganze Rekrutenreserve eigentlich? Ja, die hatten 6.000, jetzt haben sie auch 6.000. Der Livonische Orden besetzt Holstein. Okay, also der Deutsche Orden ist hier irgendwo auf dem Gewinnerseite. Nee, aber auch nicht so richtig. Im Krieg mit Dänemark, Schweden, Norwegen und Holstein. Aber Holstein wird gerade geschluckt. Kompletto. Ich hoffe, dass... Also das Ding ist mit diesem Event, dass man Neumark und Dramburg übernehmen kann, das ist zufällig, das ist nicht immer. Und ich hatte die letzten zwei Male, wo ich Brandenburg gespielt habe, hatte ich das Glück, dass wir es bekommen. Das heißt, dieses Mal, wenn wir Pech haben, kriegen wir es nicht. Was ein Problem werden könnte. Oh, ich geht mir auf den Sack, Alter. Bauern. Okay, wir haben jetzt in der Zwischenzeit, haben wir einen Fortschrittmodifikator von 12. Also höher geht's nicht. Die Renaissance kommt. Ungarn möchte Militärzugang, bitte. Ungarn ist nämlich im Krieg mit. Ungarn ist im Krieg mit. Naja, Burgund und Co. Aber es verbindet... Oh, Österreich aber. Österreich scheint auch mal wieder hier generell auf Krawall auszusehen, so wie ich das hier sehe. So, jetzt machen wir die noch schnell weg. Dürfte keine große Sache werden. As expected.
Schön, dann brauchen wir die hier nicht. Ah, okay, wir bekommen es. Sehr gut. Perfekt, wir haben Neumarkt und Ramburg bekommen. Und können auch gleich die Mission von Neumarkt abschließen. Gibt uns dauerhaft einen Core-Anspruch auf das Ganze. Müssen jetzt zwar wahrscheinlich noch. Oder warte mal, müssen wir vielleicht gar nicht. Wir nehmen natürlich beides. Wolgast. Okay, Wolgast, Sachsen, Lübeck, Sachsen-Lauenburg könnten einer Koalition beitreten. Gut. Das Risiko nehmen wir in dem Fall in Kauf. So. Beides zu Kernprovinzen. Stabilität erhöhen. Machen wir mal eine Stufe. Dann können wir eigentlich sogar mal anfangen, weil damit tun wir jetzt erstmal die Autonomie verringern. Und gucken dann, dass wir die Entwicklung schon mal so weit steigern, wie ich das hätte. Oder gerne hätte dann irgendwann mal. So, schauen wir, wo wir finanziell stehen. 0,5. Ja, genau, 50. Schön wäre es, wenn wir 50 plus machen würden. Ich könnte übrigens schon wieder drillen nebenbei. Plus 1,95. Okay, ja, ist nicht so gut. Tatsächlich. 2,06. Die Sachsen wollen auf die Schnauze. Können wir gerne richten. Also, es ist vielleicht kein Problem. Wenn ihr auf die Schnauze braucht, sagt mir einfach kurz Bescheid. Schlage ich euch zusammen. Und dann passt es schon, ne? So, für Annektierung. Genau, müssen 10 Jahre Vasall sein und 150, 190 Meinung. Das ist nicht das größte Problem. Okay, wir haben uns ein bisschen unbeliebt gemacht hier in der Gegend. Aber es geht. Es hält sich in Grenzen. Lübeck war auch mit Kandidat, aber die sind schon alle drunter gefallen. Wolgast ist ein Busy Pissed, aber die soll ja alle wieder mal einkriegen hier. Ich bin eigentlich ein total netter Geist. Ich bin eigentlich total friedlicher Spieler und ich möchte eigentlich nur das Beste für jeden. Vor allem für mich. Sind alle... Haben alle irgendwelche Probleme, unbestechlich oder bestechlich. So, egal. Was wir jetzt machen werden. Also wir haben jetzt 42% Kronland. Das ist ja ganz gut und schön. Wir werden wieder eine Versammlung einberufen. So, Neumark Grundsteuer 4. Das ist scheiße. Lüneburg... Vasalisierung von Lüneburg. Gibt es das auch gleich einen Kriegsgrund? Bis wann denn? 1470, 20 Jahre Zeit. Das wäre rein theoretisch machbar. Grundsteuer Neumark. 4. Ist relativ teuer. 55 Admin macht. 510 könnten wir auf alle Fälle machen, wäre eine schnelle Sache, aber das mit dem Vasalisieren ist halt auch eine interessante Geschichte. Verbündet mit Braunschweig, Münster und Trent. Trent ist... Münster ist wahrscheinlich aktuell noch relativ schwach, ne? Nach relativ hohen Rekrutenreserven. Rein theoretisch wäre es auf alle Fälle, wäre auch strategisch klug gelegen, aber ich glaube, dass wir das mal für was anderes nutzen und jetzt halt einfach kurz wirklich die Grundsteuer Neumark erhöhen um 2 Punkte, nein, nicht ab 1, 2. Ich meine, jetzt erst für den Anfang müssen wir erstmal gucken, dass wir erstmal alles so hinbekommen, dass wir auch ein bisschen Geld in die Kassen spielen. Unrechtmäßiges Territorium, was für unrechtmäßiges Territorium ist doch meins. Gehört doch rechtmäßig mir. Verstehe es nicht. Okay, Sachsen. Und Böhmen. Weil die alle militärisch ein bisschen stärker sind als meine Wenigkeit. Ich habe keine Verbündeten. Das ist tatsächlich ein Problem. Was wir nicht ignorieren dürfen. Das ist ein Problem. Polen wird wahrscheinlich erstmal kein Bündnis wollen mit uns. Würde überhaupt irgendjemand aktuell ein Bündnis wollen? Wenn wir komplett ohne Bündnispartner dastehen. Stopp, stopp. Bündnisse. Der Deutsche Orden, Bosnien, Hessen. Lübeck würde interessanterweise ein Bündnis wollen. Lübeck ist aber strategisch in einer Position, die ich gerne hätte, früher oder später. Württemberg, Baden. Das ist alles lang wie breit. Lübeck ist immer noch stark, irgendwie mehr oder weniger, mit einem 5000 Mann. Also Beziehung verbessern mit Österreich. Ich will jetzt auch unbedingt meine Gebiete haben wollen. Goslar möchte ein Bündnis. Goslar ist eine Reichsstadt. Pass auf, mit Goslar könnte man das annehmen, weil Reichsstädte zu erobern ist das Dümmste, was du machen kannst.
Und 3000 Mann und 11.000 Rekrutenreserve ist gut. Und vor allem, wie gesagt, wir können die Reichsstädte erstmal nicht vasalisieren. Und die zu erobern bringt massiv AE. Das ist eine Sache, die wir aktuell nicht wollen dann. Deswegen ist es erstmal ein stabiles, sicheres Bündnis, würde ich behaupten. So, dann ist Wolgast eigentlich so das nächste interessante Ziel. Werden wir jetzt die Beziehung mit Österreich verbessern? Sobald die Kernprovinzen durch sind, weiß ich nicht, ob das dann klappt oder nicht. Ja, aktuell mögen sie uns nicht so richtig. Mal gucken, ob sich das verbessert langfristig. Unrechtmäßiges Territorium und so, das fällt ja auch gleich wieder alles weg. Das sind jetzt Chorgebiete. Aha. Haltung gegen uns ist feindlich. Man kann das nicht wirklich sinnvoll ändern. Der Deutsche Orden. Ja, die haben aktuell eigene Probleme. Die kriegen nämlich am Sack gegen Dänemark und Co. Ja, der Livonische Orden ist komplett... Also der Krieg wird gleich vorbei sein hier, das muss man auch mal dazu sagen. Machen da natürlich ein Territorium draus. Logischerweise. Ganz am Anfang hier erstmal alles territorisieren. Plus 2,74. Okay. Mal zwei Infanterie mit dazu. Kanonen können wir noch nicht haben. Ne? Für Kanoniere ist es zu free. So, ihr möchtet noch Bündnisse? Gar keiner. Gibt keine gescheiten Bündnispartner aktuell. Österreich, wann seid ihr wieder Freunde mit uns? Ah, jetzt hat okay. Ich bin zu schwach. Neutrale Haltung. Die haben zu viele diplomatische Beziehungen. Gut, also Österreich fällt als Bündnispartner raus. Auch wenn wir die eigentlich lieben, was ich interessant finde. Ah, schade, Marmelade. Ungarn ist halt leider Juniorpartner der Manier. Ungarn? Wäre besser als nichts erstmal. Das Bündnis nehmen wir an. Schuss mit der AE aus aktuell. Ja, will ja nichts sagen, aber ich bin immer noch ein bisschen unbeliebt. Scheiße. Wir machen mal ihn rein. Weil da bringt diese 20% Beziehung verbessern, die bringt zum Beispiel hier 0,4 AE-Verlust im Jahr, das ist relativ nice eigentlich. Kleinvieh macht er bekanntlich auch Mist. So, der Kirchenstadt hasst mich oder wir kriegen Aufstand. Soll die Kirchenstadt mich einfach mal hassen? Ja, wir sind zu schwach für die Österreicher. Aber die Ungarn würden uns akzeptieren erstmal, das ist schon mal ganz gut. Also, Ungarn haben wir schon mal mit drinne. Was auch immer nett sein kann, ist mit den Osmanen, aber dafür sind wir halt einfach viel zu schwach aktuell. Kann ich den Osmanen jetzt auch keinen Vorwurf machen? Was mit den Franzosen? Die haben zu viele diplomatische Beziehungen. Der Klassiker. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Weil ich möchte nämlich... Ja. Mehr Macht. Möchte ich. Und das Ding ist... Das kostet mich immer Kronland. So, und das Kronland müssen wir uns quasi wiederholen. Und das endet meistens in der Schlacht. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Land beschlagnahmen. Wie schaut es eigentlich technologisch aus? Wir sind überall schon hinten dran. Also bis mal einen Punkt mehr. Ja, die Machtprojektion läuft auch nicht so richtig. Schau mal kurz, was das hier sagt. So, ach, 2000 Mann bloß. Okay, alles cool. Relativ entspannter Aufstand. Sagte er und verlor 1000 Mann bei dem Scheiß. Das tat jetzt doch etwas mehr weh. Schön. Haben sie mich fast noch zusammengetrümmert. Also wir haben... Der Grund, dass wir so viel AE haben, ist ganz obvious eigentlich. Wir haben halt wirklich krass auch Gebiete hier genommen, ne? Mit Mecklenburg und Mecklenburg vasalisieren. Und dann natürlich hier die Gebiete von Stettin übernommen. Das ist natürlich eine teure Geschichte. Da müssen wir uns nicht drüber wundern. An so einer Stelle, dass man da dann natürlich ein bisschen Probleme bekommt. Mit den Nachbarn. Das sind nicht Gebäude. Ist blöd da. Wir können gar nichts bauen. Gut. Ja, was ist das Ziel? Das Ziel ist ganz klar, die Weltmacht Nummer 1 zu werden. Dafür eben auch die Möglichkeit von Preußen zu nutzen, wie es auch schon oft geschehen ist.
dass man eben möglichst... Okay, Stettin macht gleich richtig Krawall. Die Stabilität nochmal kurz eine Stufe erhöhen. Gucken, ob das was hilft. Jedenfalls ist es ja so, dass... okay, also Stettin wird auf alle Fälle Krawall machen. Jedenfalls ist es ja so, dass Preußen die stärkste Armee im Spiel hat. Oder mit die stärkste. Oder wenn es dann so ist, durch die Ideen einfach die stärkste Armee im Spiel. Und ich habe mir gedacht, wir werden das auf alle Fälle nochmal richtig übertreiben. Wir werden hier Qualität, Quantität mit reinschmeißen. Ansonsten dann vielleicht noch Wirtschaft. Mal gucken. Handel auf alle Fälle ist immer ganz nice, diplomatisch auch. Also Diplomatie, Handel ist immer ganz nett. Qualität, Quantität und dann Admin wahrscheinlich. Mal gucken, was da sich dann sonst noch so erübrigt, anbietet, möglich wäre. Das müssen wir dann nachher mal anschauen, wenn es dann soweit ist. Was macht ihr hier auf meinem Territorium eigentlich? Meine relativ kurze Staatsehe, der Typ ist gleich gestorben. Was wir jetzt auch mal machen, könnten wir Autonomie senken, wo auch immer das möglich ist. Das bringt uns auch wieder ein bisschen mehr Einkommen. Okay, deutlich mehr Einkommen sogar in dem Fall. Ne, mein Berater ist gestorben, das war der Grund für das erhöhte Einkommen. Ich habe auch wirklich immer ein Glück. Prestige im Jahr plus 1, das ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Nehmen wir den Prestige-Typen erstmal kurz. So, die Schlacht haben wir natürlich gewonnen. As expected. Wir haben auch schon 16.000 Rekrutenreserve, 146,5 mal im Monat. Ich könnte übrigens aufhören, mit der Beziehung verbessern, weil wir sind schon verbündet mit den Ungarn. Für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Also der Deutsche Orden... Den könnte man auch im Bündnis machen aktuell. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade einfach keine Lust drauf. Können wir uns schon mal einen Wolgast nebenbei. Ja, Lüneburg vasalisieren. Ich denke mal, Wolgast werden wir uns einfach nur Gebiet erobern, weil das Problem mit Wolgast ist halt einfach, dass man... Oh, das ist doch nice. Halt ein bisschen Dukaten, verliert Einfluss, erlangt Einfluss, gewinnt... Ah, das passt, das ist auch perfekt von der... Von der Anzahl. Kann man eine Versammlung einberufen. So. Grundsteuer. Lausitz, irgendwas erobern. Grundproduktion in Potsdam 5. Ist immer so teuer. So, aber dafür Loyalität schon hoch. So, wann können wir das nächste machen? 1458 in 2 Jahren. Na, jetzt haben wir aktuelles Problem halt weniger Steuereinnahmen. Wir bekommen relativ viel Autonomie im Monat, was halt scheiße ist. Das wollen wir halt nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt wieder möglichst schnell die Kontrolle zurückerlangen. Aber dieser eine Punkt extra, also quasi dieser eine Diplo, dieser eine Machtpunkt. Ist halt so langweiler. Der bringt uns schon relativ viel, muss ich sagen. Auf lange Sicht. Ne? Jeden Monat einen Punkt mehr ist auf lange Sicht sehr, sehr stark. Das ist eben auch das, worauf es ankommt. Ich hoffe, dass der abnippelt und der möglichst lange an der Macht ist. Das wäre ideal für uns. Aber erst würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf dieses Projekt. Ich hoffe, das läuft besser als das letzte Mal. Auf alle Fälle, auf den ersten Blick tut es das. Macht's gut. Tschüssi.